Hey, Hey was French geht ab, Family, was geht Leute? ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja. Wir stehen hier gerade in Bens grünem Garten. Warum mein? Weil du den gefixt hast und ich bin richtig stolz auf dich. Das ist Ben doch hat für hier uns, in Ghana. Wir sind doch zusammen und das ist doch, wenn dann unser Haus. Und egal was ich mache, du profitierst doch auch davon. Profitiert, es sieht halt richtig schön aus und er hat hier einfach einen grünen Daumen bekommen und das zeige ich euch jetzt. Möchtest Leute, du das führen? Ja, ich glaube schon. Ich zeige euch mal, was ich hier gemacht habe, Leute. Mama, warte, bitte, ja? Mama, immer mit der Ruhe, Mama, ja, bitte. Ich weiß, Mama, das ist dein Haus, ne? Aber ist auch mein Haus, ja? Also bitte, guck mal jetzt hier. Jeder, der uns verfolgt hat auf TikTok, Leute, checkt uns auf jeden Fall jetzt auf TikTok ab, Leute. Ja. Hier war das einfach. Alles. Ahnung, alles. Leer. Leer. Sogar also Beton, also so, ne? Ja, genau, das war so mit Zement rüber gemacht. Und ich dachte so, ja Leute, ich habe eine geile Idee. Aber dann bin ich immer so rumgefahren, habe mich so inspirieren lassen und dachte mir so, nein, vorne wäre auch schön, wenn so ein Grüngras ist und so ein bisschen so Blumen und hier und da. Und jetzt guck mal, was ich jetzt gebastelt habe hier. Sieht so schön aus. Er steht sogar morgens auf, Leute, um hier zu gießen. Morgens und abends gieße ich, Leute. Und ist das? Guck mal, ich zeige euch nochmal von der Beinwinkel. Also, ja, vom Beinwinkel. Also, Daisy ist auch eine Blume. Die schönste Blume. Ja, das ist so. Du bist die schönste Blume. Und oben ist ein Elektriker, muss auch ein paar Sachen erledigen. Also Leute, man muss wirklich sagen, das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Das muss noch gestrichen werden. Ich weiß nicht, Fanswall, ne? Man sagt immer Fanswall. Ja, das muss alles noch schön gemacht werden. Ja. Und Design und so gemacht werden. Aber ich finde, jetzt, wo wir gerade schon dabei sind, können wir auch zeigen, dass nicht alles nur schön grün ist, sondern dass wir auch einen fetten Wasserschaden gerade haben. Ach ja, stimmt. Oder? Ja, komm. Wir gehen. Let's go. Hast du echt Lust? Wir haben doch gerade abgeschlossen, kennst du? Wir haben gerade abgeschlossen, ja, okay. Aber wir müssen euch das jetzt zeigen. Ehrlich? Weil ich habe das Gefühl, wir nehmen euch gerade nur auf TikTok mit, weil das geht ja halt schneller. Und wir müssen euch sagen, wir hatten gerade richtig Netzwerkprobleme, Leute. Ne? Hier in Ghana ging schon alles, eine Woche, zwei Wochen? Ja, ich glaube eine Woche. War alles tote Hose. Wir hatten kein Internet. Wir waren wie in der Steinzeit abgeschottet von euch. Daisy war maximal sauer. Sie meinte, ich möchte wieder zurück ja, und so. Ja, war echt kurz ein Grund. Aber dann dachte ich, irgendwie ist auch entspannt ein bisschen so. Ne? Ja. Nicht so viel am Handy. Also Leute, hinter Daisy, die Badewanne wurde jetzt entsorgt. Unten, ja, wo wir im Zimmer waren. Also es war auch kaputt oder ist kaputt. Kannst du ja mal zeigen. Die ganze Zeit kaputt gewesen, Leute. So ein fetter Riss einfach bis da unten. Ja, du musst es, warte, hochheben. So anheben. Ich dachte, das wäre schwer. Und dann hier. Guck mal hier. Da war ein Riss drin einfach. Alles zerrissen. Also es war kaputt. Jetzt abgemacht. Und jetzt zeigen wir unser Raum, was ihr immer sehen wolltet. Ja. Ihr wisst noch, ja, es war keine Tür, ihr wisst, genau, ne? Hier war alles offen. Das hier war gar nicht. Man konnte gar nicht Hallo machen. Und hier, das war alles offen, ne? Ja. Das war auch nicht, das war auch nicht. Das war auch nicht. Hier war alles komplett frei. Leute. Ja, das stimmt. Und an dieser Stelle dürft ihr einen Daumen nach oben machen, weil wir haben schon echt viel geleistet. Ja, obwohl das immer noch anstrengend ist. Wir denken, wir haben bis jetzt immer noch nichts geschafft. Guck mal, wir haben gestrichen und guck mal, wie das aussieht, Leute. Nicht mal einen Monat. Direkt überall dreckig. Crazy. Und unser Hund macht seinen Mittagsschlaf da. Oh, nee, Benne, alles gut, mein Schatz. Komm mal her, mein Schatz. Alles gut. Kannst dich weiter ausruhen, ja? Komm, jetzt zeig mal jetzt. Also, du brauchst den Schlüssel. Leute, man muss hier also noch alles renovieren. Hier wird auch alles renoviert, weil es war ja offen. Die ganzen Kinder sind gekommen, Leute, haben hier also alles dreckig gemacht. Man muss hier auf jeden Fall nochmal eine Grundreinigung machen. Komm. Achso, ja, und übrigens haben wir eine Klingel hier angebracht. Genau, eine Klingel haben wir hier. Den Background wollen wir jetzt nicht zeigen. Hier ist alles noch Katastrophe, weil unsere ganzen Koffer sind hier offen, weil wir eigentlich jetzt nach oben wollten. Aber egal, ist ein anderes. Aber wir sind ja schon oben. Ja, genau. Aber wir müssen nur noch die Sachen. Koffer sind noch hier unten. Genau, und wir haben keinen Schrank. Und deswegen liegt das hier alles kreuz und quer. Auf jeden Fall, hier sind wir im kompletten Wasserschaden. Wir haben oben die Toilette gespült und jedes Mal ist es dann hier untergelaufen. Das heißt, da oben ist unser Zimmer. Also und da ist direkt unser Zimmer, Leute. Und ist unser Bad. Genau, unser Bad. Wenn wir da, wie die schon meinte, gespült haben, dann ist es direkt hier runtergelaufen. Und ihr seht das schon, guck mal, das ist schon verfärbt ein bisschen. Alles, ne? Nass hier. Alles nass verfärbt, weil das immer runtergelaufen ist. Viele haben gefragt, ob Kaka auch mit runtergelaufen ist. Ich denke nicht, weil der Typ meinte, wenn man Durchfall hatte, dann würde das mit runterlaufen, hat er gesagt. Okay. Keine Ahnung, irgendwie. Das ist auf jeden Fall eklig. Jedenfalls hier, Leute, war die Badewanne, die ihr gerade gesehen habt. Und es riecht, wenn ihr das riechen könntet, wenn das durch die Kamera durchgehen würde. Ja. Es riecht feucht und so. Hat zu viel eingesaugt. Schimmlig, ehrlich. Mehr. Also es war schon länger so, man hat es aber nie gecheckt. Und jetzt haben wir halt die Chance ergriffen. Hier wird jetzt alles neu gemacht. Also was heißt alles neu? Oben muss auf jeden Fall neu gemacht werden, weil er musste das kaputt machen, um zu sehen, was das Problem ist, weshalb da Wasser runtergelaufen ist. Aber das hier bleibt, Boden kann man so mit irgendwie, keine Ahnung, ersetzen, ersetzen, weil man hat es ja kaputt gemacht. Darf ich dir eine Frage stellen? Was denn? Wenn ich gerade so sehe, ne, dass wir da oben laufen, hast du nicht Angst, dass es einbricht? Nö. Es ist ja befestigt mit diesen Gitterteilen. Full.
weißt du, diese Gitterteile, das ist wie so ein Raster, wurde das gemacht, oben. Wenn das auch passieren sollte, dann hält uns das, weißt du? Okay. Oder bist du so dünn, dass du da so flutscht, darum zwischenflutscht? Ja, das auf jeden Fall dazu. Das auf jeden Fall dazu. Ich dachte, das kommt jetzt. Ich dachte, das kommt jetzt früher. Tür zu, Klappe zu, oder wie sagt man? Tür zu, Mund zu, Klappe zu, Affe zu. Und ja, heute steht noch einiges an und wir nehmen euch heute mit. Deshalb Leute, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und abonniert den Kanal für mehr Videos. Leute, es tut mir so leid, der Fokus ist einfach auf Instagram. Ihr müsst mir auf Instagram folgen. Ich habe euch das jetzt hier unten einmal eingeblendet, weil es war so eine Situation, die hättet ihr einfach miterleben müssen. Ich detoxe gerade. Das bedeutet, ich esse nur Obst und Gemüse und trinke ganz, ganz viel Wasser. Und das für eine Woche. Und ihr seht, dieser Mann hier gönnt sich einfach neben mir ein Pizza-Pie. Und als wäre das nicht genug, Leute, hat er sich auch noch Fried Chicken mit Pommes bestellt. Und ich habe hier mein Kokosnussfleisch und habe eine Kokosnuss getrunken. Nein, zwei, weil ich so Hunger hatte. Interessant. Ja, jetzt könntest du aber mal sagen, dass ich richtig stark bin, weil ich habe echt das ausgehalten. Ich muss echt sagen, Leute, ich habe Daisy auf die Probe gestellt und sie hat das bestanden. Also, zieht das durch, das ist Tag Nummer 2, ne? Ja. Noch 3 Tage. Wow. Meinte, 5 Tage ziehe ich durch. Er sagt, ich soll eine Woche machen, aber er unterstützt mich nicht mal. Wir waren jetzt noch mal kurz zu Hause und jetzt müssen wir aber los die Kinder abholen. Schaut euch den hier an. Einfach auf dem Boden eingeschlafen, Leute. Wie bitte? Der Boden ist sein Bett. Wir müssen aber jetzt los. Wir holen jetzt unsere Babys ab. Leute, ich sag euch ehrlich, dienstags, donnerstags und freitags ist immer Full-Programm, weil da hat Caden nachmittags immer Training. Und wir holen sie dann immer ein bisschen früher von der Schule ab, wegen den Hausaufgaben. Abgesprochen, genau. Und dann eine Stunde Hausaufgaben machen und dann geht's zum Training. Und da werdet ihr heute auch dabei sein. Hier sind jetzt Hausaufgaben dran. Das hier sind Cadens Hausaufgaben. Ich zeige euch mal, was er so auf hat. Hier muss er jetzt zum Beispiel color the picture, the children are weeding the surrounding. Leute, ich sage euch ehrlich, ich lerne auch noch ein bisschen Englisch. So sah es zum Beispiel gestern aus. Da mussten wir über die Bilder sprechen. Und Caden musste dann auch was dahin schreiben. Und am Ende muss ich es dann noch unterschreiben. Naya muss heute eine 6 schreiben und eine 7. Jetzt wird aufgewärmt hier, wie immer, ne? Alle sind hier schön am Laufen. Kane, schön ranhalten, komm, gib alles! Sehr schön, zieh! Oh. Herr Kane, ich dreh dich an, sonst mache ich dein Abo hier weg. Hab Spaß. Wenn du Spaß hast, hast du noch mehr Luft. Glaub mir, weil die ja Spaß macht. Krall ihn sofort. Tempo, du musst mehr Tempo aufnehmen. Jetzt muss. Oh, sehr gut, Kane. Ah, schade. Kane ist flink, Leute. Er ist zwar groß, aber er ist flink, Leute. Habt ihr nicht gesehen, wie er alle so veräppelt? Ich glaube, ich brauche das Spiel nicht erklären, Leute, ihr seht das. Alle, die Leibchen haben, müssen die ohne Leibchen berühren. Aua, das hat wehgetan. Aua, ist sauer. Okay, schütze dich hinter jemanden. Sehr schön, Junge. Stark, Junge, du hast die auseinandergenommen. Du müsstest halt Strafe-Liegestütze machen, das stimmt. So, hier ist gerade eine Frau, die verkauft Sugar Bread mit Aufschnitt sozusagen, ne? Kondensmilch kann man nehmen, man kann Schokolade nehmen, man kann Butter nehmen. Ja, und wir haben gedacht, wir geben einmal für die Kids hier aus. Sie dürfen sich alle ein Brot gönnen. Vanilla. Hier kommt gerade jemand mit Eis. Hier gibt es jetzt Eis. Willst du auch ein Eis? Ich möchte auch ein Eis. Thank you. Hier ist ein Eis für Mutti. Atmest dich, du musst deinen Mund aufmachen, Bro. Das hast du richtig gut gemacht, ich bin schockiert.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, ich bin ehrlich zu dir. Weil die ganze Zeit so laufen. So. Aber du musst atmen. Wenn du nicht atmest, okay, dann wird das schwer. Da bin ich ein bisschen stolz auf Kane.